Hallihallo, ihr Lieben, und willkommen zu Patreon 11 von Die Sims 4 Pflanzen-Challenge. Beim letzten Mal hatten wir ja so ein bisschen Ärger mit unseren Pflänzis, die ja plötzlich alle weg waren. Wegen irgendeinem Bug oder sowas. Keine Ahnung. Wir haben jetzt schon Abend. Ich würde sie jetzt mal erstmal ihre Bedürfnisse befriedigen lassen. Und hat sie auch. Oh, was machst du denn hier? Vielleicht gehst du auch erstmal ein bisschen mit deiner guten Freundin hier reden. Hä? Von Natur schwärmen. Dramatische Geschichte erzählen. Ich meine, wenn sie schon zu Besuch kommt, können wir ja ein bisschen... Ah, sie hat uns was geschenkt. Das Gewürzefestival ist in der Stadt. Wir müssen einmal... danke für deinen Besuch, Sarah. War wirklich nett. Vielleicht möchtest du ja mitkommen zum Gewürzefestival. San Mojuno. Gewürzefestival. Können Sarah ja mitnehmen, wenn sie möchte. Oder Sarah, oder wie sie auch immer heißen mag. So. Und wie immer einmal bitte alles ernten. Ich glaube, diese exotische Pflanze da, die wir unbedingt noch brauchen, die ist nicht dabei. Dann macht sie doch beim Curry Festival Wettessen mit, weil sie hat ja auch Hunger. Was haben wir denn geschenkt bekommen? Oh, eine komische Figur. Oh, Drachenfrüchte. Aber es ist alles nichts Neues. Ah, wir haben wieder eine Kuhpflanze. Sehr gut. Nicht wieder die Kuhpflanze verlieren, bitte. Die Kuhpflanzenbeere. Ich weiß nicht, wer du bist. Das ist eine unserer Freunde. Falls das eine Freundin von uns war, tut es mir aufrichtig leid. Wie hält sie sich gerade mit diesem Star? Okay. Aber wir können jetzt nach Hause gehen. Tschüss, Sarah! Ich habe dich zwar nicht mehr gesehen, aber ich muss wieder heim. Ach, Sarah ist mitgekommen. Okay, dann tun wir ihr noch ein bisschen mit ihr plaudern. Eine tiefgründige Unterhaltung. Das wäre vielleicht nicht so klug. Okay, sie geht. Hä? Wieso sind wir jetzt schlafen gegangen? Geh mal hier noch. Oh, na gut, kann sie nicht. Dann geh ich schon mal duschen. Und dann kannst du meinetwegen schlafen gehen. Da hat irgendwo was geblinkt. Oh, ist leider auch erst die zweite Stufe. Mann! Kirschbaum, aber der ist jetzt halt sommeraktiv. Das heißt, der wird jetzt auch nicht... Hier, vielleicht die Weinrebe. Ich habe ja mit der Glück.
Tschüss. Wie sehen denn nochmal unsere Level aus? Weil ich glaube, wir sind doch bei irgendwas. Gärtnern haben wir fast Level 10, dann können wir diese seltenen Blumen kaufen. Und bei Blumenbeeren sind wir auch kurz vorm nächsten Level. Tu mal dein, ich weiß nicht, was für ein Huhn da zum Frühstück essen. Dann gehst du nochmal aufs Klo. Und dann können wir mal kurz gucken, was du so im Inventar hast. Weintrauben behalten wir. Pilze behalten wir mal zum Düngen. Tomaten verkaufen wir. Die Drachenfrüchte. Wow. Also Pilze haben wir gesagt, behalten wir. Zwiebel verkaufen wir. Und die Kuhpflanze behalten wir mal, weil die müssen wir noch einpflanzen. Dann hoffe ich doch, dass du noch. Vielleicht sowas mit Paradiesvögeln. Herstellst. Level 9 der Kochfähigkeit erreicht, so nebenbei. Unsere gute Freundin Sarah. Jeder braucht eine gute Freundin. Machst du einmal kurz Haushalt? Tut es heute den ganzen Tag regnen? Ah, nee, es wird schon leichter Regen. Voraussagung ist Regen. Vielleicht können wir noch Nektar herstellen. Ah, und dann kannst du hier schon mal alles. Das war der Eisenhut. Ja, tue ich einfach mal. Einmal alles ernten. Makelloses Meisterwerk. Haben wir Level 8 erreicht? Nee. Immer noch nicht. Weil es müsste sie eigentlich fast erreicht haben. Ah, jetzt. Danach Garten pflegen. Und danach können wir ja noch drei vier fünf haben wir jetzt, ne, Orchideen haben wir glaube immer noch nicht. Mach schon mal noch was mit Lilien. Okay, mit Li Ach so, Lilien haben wir selber nicht. Was ist das Teuerste, wo du alles hast? Das hier, mach das danach. Ja, komm. Ja, wir sind die ultimative Gärtnerin. Sie kann Pakete mit seltenen Samen kaufen, die jeweils eine der exklusiven und teuersten Pflanzen überhaupt enthalten. Yes! Hä, wieso stinken wir jetzt? Man weiß es nicht. So, dann gehen wir einmal. Verkaufen, verkaufen. Die Blümchen darfst du immer noch behalten. Das behalten wir auch zum Düngen. Behalten wir mal noch die Äpfel behalten wir. Die Äpfel behalten wir auch. Das sind doch die Äpfel, nicht? Ja, zum Koch, zum Dingsen. Ah, wir haben Level 8 erreicht. Fleur kann jetzt Arrangements mit Begonien und Paradiesvogelblumen parfümieren.
Die Level 4 Blumenarrangements sind außerdem von höherer Qualität. Ja, ich habe es absichtlich falsch ausgesprochen. Arrangements. Was ist das? Dahlia. Wie sehen sie unsere... Fein gereift! Da stand doch irgendwas fein gereift. Den nehmen wir mal ins Inventar. Noch einer? Ist ja auch schon was fein gereift? Moderat? 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 Moderat. Okay. Und du? Schlechter Qualität. Ich wittere Geld. Guck mal, der ist Qualität normal und bringt einfach 2300. Der ist 1100, der ist auch Qualität normal. Und der hier ist, ja gut, schlechte Qualität. Wer bist du? Lass Michaelson. Hallo Atlas, ich kenne dich leider nicht. Mach die Tür keinen fremden Menschen auf. Samen kaufen. Die seltenen. Warte mal, wir haben jetzt... Wir könnten mal so drei von dem Wein, den wir jetzt verkauft haben, so seltene Samen kaufen. Wir haben ja gerade eben ein bisschen Geld. Ich würde sagen, danach gehst du mal noch... Das solltest du eigentlich vorher schon machen, hast das aber nicht gemacht, deinen Garten pflegen. Wie geht's denn in unserem Garten? Haben wir irgendwo irgendwas, was wir weiterentwickeln können? Ich denke, ja, mach was du meinst. Und dann darfst du mal die Samenpakete öffnen. Ich würde sagen, dann gehst du nochmal Nektar herstellen. Wir haben Level 3. Ach, wir hätten auch mal mit Müllfrüchte machen können oder mit Präriegras. Warte mal, wir haben ja noch ein bisschen Geld, so 300. Ich guck mal. Ah, Präriegras kann sie gar nicht kaufen, okay. Ja gut, dann machen wir halt nochmal ein bisschen... Doch, wir kaufen mal Kartoffeln. Was kosten Kartoffeln? Ja, kaufen wir mal 6 Kartoffeln. Machen wir mal was Neues. Da die Flöcke kaufen Zutaten befinden sich in ihrem Inventar. Achso. Hä, sie hat ja nicht mal alles gemacht. So, es geht nicht wahrscheinlich, weil es in der Saison ist. Hä, aber das, da geht's. Die war einfach zu faul, alles zu machen. Unfassbar. Wie geht's unseren Beanies? Die sind aufgebracht. Mach mal Milbenmitte und da mach ich auch Milbenmitte. Hey, sie hat jetzt gar nicht alle Päcke aufgemacht. Die traurige magische Bohne. Und wie funktioniert das jetzt, wenn sie die da reinmacht? So? Oder muss man das irgendwie aufmachen und reinsetzen? Oh, Mist. Ah ja, gut, ist ein makelloses Meisterwerk. Dann geht's nicht kaputt. Thank you.
So, mach schon mal einen Kartoffelnektar. Dann tust Georat wegen Probe anrufen. Komm jetzt. Waren jetzt die Orchideen in dem Samenpaket? Wahrscheinlich. Na toll. Granat dafür hatten wir halt auch schon. Oder haben wir halt schon als Baum. Irgendwo. Meine ich. Kado. Granatapfel. Orchideen, die können wir ja behalten. Da können wir ja vielleicht mit den Orchideen noch was machen. Dann geht sie danach mal noch aufs Klo. Dann kann sie Corn Dogs essen. Und ich glaube, dann pflanzen wir jetzt diese Kuhpflanze doch ein. Die kann man da nicht einpflanzen. Okay, dann pflanzen wir die einfach hier hin. Weil im Winter können wir die nicht anpflanzen. Und dann hätten wir da hier nämlich das hier, glaube ich, abgeschlossen. Ah, nee, wir müssen auch noch 10 ausgezeichnete Pflanzen erreichen. Boah, das sieht ja mal cool aus. Boah, 2000. Ich würde sagen, dafür darf sie noch mal... zwei so Samenpakete kaufen. La 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 la. Hä, hat sie die... Achso, sie hat sie geöffnet. Oh, schon wieder... Ne, Paradiesvogel. Dann gehst du mal nochmal mit Sarah telefonieren. Plaudern. Und mit Rami plaudern. Und meinetwegen noch mit Cecilia. Oh, wir haben die Schnitterblume bekommen! Die haben wir ja auch noch gebraucht. Yes! Ne, das ist. Hier sind die Blumen, gell? Ja. Wird gleich eingepflanzt. Yes. Die Blume des Todes. Glaube ich. Das ist doch die, oder? Mit der man dann irgendwie Tote zurückholen kann. Es steht immer noch 31 und 32. Zählt die gar nicht zu dieser Sammlung? Oder zählt die erst, wenn man sie geerntet hat? Das kann natürlich sein. Ja, aber die ist ja im Winter aktiv und Winter ist ja eh bald. Irgendwie passt, ne? Flitz noch schnell die Schnitterblume einpflanzen. Dann kannst du schlafen, gell? Wir haben einfach eine von den Fähigkeiten. Wir haben eine Aufgabe abgeschlossen. Ey, nach 11 Parts haben wir eine Aufgabe abgeschlossen. Ah je, yeah, aber die anderen sind immer noch sehr weit. So, wir gehen einmal
Pipi machen, einmal duschen und armer Ritter essen, ja. Guck mal, du kannst die Kuhpflanze einmal düngen. Und dann haben wir Winter. Würde ich sagen, gehst du wie immer einmal alles ernten und einmal Garten pflegen. Hier, sieh mal eine an. Der Obststängler hat einmal Wurzeln. Ah, sie kann das hier düngen. Und dann würde ich sagen, soll sie mal noch ein Arrangement anfertigen. Okay, wir haben keine Orchideen mehr. Paradiesvogel. So, ich guck mal wieder, was sie so im Inventar hat. Spinat, Kuschelkatzenminze, Stechpalme, Kamikaze, Salbei, Ratzematze, Avocado, Glühorb, Beeren. Wollen wir mal Beeren? Können wir auch schon mal für die nächste Stufe. Müllpflanze behalten wir jetzt halt auch mal. Granatapfel. Zitronen, glaube ich, braucht man irgendwann auch. Oh, Knoblauch. Das war ja hier wieder eine reiche Ernte. Das hat sich jetzt aber nicht so gelohnt. Stechpalme. Machen wir mal eins mit Stechpalmen. Und Rosen. Die bringen aber nicht viel Geld. Ich wollte irgendwas machen, jetzt habe ich es vergessen. Ah, wir können wieder düngen. Okay, der will nicht gedüngt werden. Ich frage mich, ob man in Sims so drumherum so ein Gewächshaus hätte bauen können. Dann wäre das ja alles im Haus gewesen. Und dann, ob die sich dann trotzdem, ob die dann immer gewachsen wären. Oh, dieser komische, ich weiß nicht, was für ein Baum das ist, Tentakelbaum, ist gewachsen. Oh, die Bäume der Emotion, ich glaube, wenn sie da ein paar düngt, könnte es bald soweit sein.
Na egal. Passt schon. Darf nur nicht wieder auf Entwurzeln klicken. Ah, hatten wir nicht gesagt, wenn sie Level 10 hat, darf sie sich diesen Patchy holen, der sie unterstützt bei der Gartenpflege? Wir haben ja jetzt Level 10, theoretisch. Kann jetzt gerade nicht, Sarah. Sind die jetzt inaktiv, oder? Ja. Hier kann man was düngen. So, jetzt haben wir nichts mehr zum Ding. Würde ich sagen, gehe ich nochmal einen Nektar herstellen. Wir gucken hier mal. Marke. Nur anfertigen. Achso, wir haben ja keine Orchideen mehr. Ich hatte es vergessen. Dann mach ich hier mal noch so ein Christrosending. Und dann gehst du schlafen. Dann will ich den Part auch schon wieder tendenziell beenden. Haben wir wieder Geld? Wir haben wieder feinen Nektar. Okay, hier ist nur moderat gereift. Hier fein gereift. Ah, die sind, glaube ich, dann fein gereift. Fein gereift. Feingereift. Feingereift. Ich glaube nicht, dass hier schon feingereift ist. Hä? Nee. Ist mein Spiel, stürzt mein Spiel gerade ab. Ach, Gott sei Dank doch nicht. Ich speichere mal kurz. Da
Gott, mein Spiel stürzt ab. Hatte ich zwar noch nie bei Sims, aber sieht man ja, ob es fein gereift ist oder nicht. Jetzt schläft sie schon. Jetzt mal kurz einen kleinen Schrecken bekommen. Das sind jetzt 1000. Das wäre ein großer Samenpack. 3000. 4, 5, 6000. Weil mit dem anderen zusammen so knapp 6000. 7, 8000. Mach mal 10 Päcke. Ah, hier haben wir noch was. Ja, gut. Das ist jetzt aber auf jeden Fall der 10. Pack. Und ob wir das bekommen, was wir wollen, seht ihr im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch nach wie vor gefallen. Wir haben heute die Kuhpflanze eingepflanzt. Sind mit dem Gärtner ein bisschen vorangekommen. Eventuell werde ich tatsächlich zum nächsten Part, nicht zum nächsten Part, aber ich habe ja jetzt noch Urlaub. Vielleicht baue ich tatsächlich mal so ein kleines Gewächshaus für all die Pflanzen. Und dann können wir auch mal noch gucken, so im Rahmen der Challenge, wie viel Geld wir kriegen würden, wenn alle Pflanzen gleichzeitig aktiv wären. Das heißt, wenn sie wirklich jede Pflanze ernten kann. Genau. Ansonsten hoffe ich nach wie vor, dass euch der Part gefallen hat. Wir haben heute das erste Päckchen, die erste Challenge geschafft. Wir haben die Gartenfähigkeit abgeschlossen und wir kriegen das auch weiter. Und wir haben echt gut Geld durch den fein gereiften Nektar bekommen. Also jetzt geht's los. Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Ciao!